Hallo, wer bist du denn? Ich bin Nancy. Hi Nancy, darf ich reinkommen? Aber na klar, komm mit. Ja, hier sind wir im Bad und der Kampf hier am Spiegel, der ist morgens teilweise ganz schön groß, weil wir beide eben unser Beauty-Programm morgens immer durchziehen und eben mit ein bisschen Schminken, Maske, dieses, jenes und das braucht schon Zeit. Ja, und hier haben wir das Wohnzimmer und mein lieben Emil. Hi Emil. Hi. Und was machst du beruflich? Ja, eigentlich ich bin Tänzer und Choreograf. Das macht mir Spaß. Ich mache das 20 Jahre schon jetzt. Und ja, jeden Tag ich tanze und ich mache einen Hartsport. Du warst ja auch schon mal beim Supertalent als Tänzer. Ja, klar. Würdest du mal so ein paar Schritte zeigen? Ja, was ich muss zeigen für euch jetzt gerade hier. Dance kann, and down. Ja, up kann and down, ich einmal drehen. And ja, genau. Drehen ich einmal für euch. Warte, komm. Zack, zack, zack. Da bekommt man ja einen Drehwurm. Ja, jetzt sind wir hier in der Küche. Jeder Quadratzentimeter durchgestylt. Wird hier überhaupt gekocht oder gibt's bei dir nur kalorienarme Reiswaffeln und zuckerfreie Kaugummis? Nee, überhaupt nicht. Also ich liebe Obst, Joghurt, aber auch Fleisch und Gemüse. Ich esse gerne dunkles Brot. Also ich esse gerne gesund, aber jetzt nicht unbedingt bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern einfach, weil es mir schmeckt und ich esse das, worauf ich Hunger habe und Lust habe. Ich habe vielleicht ganz nette Gene von Mama mitbekommen und braucht dann nicht so extrem drauf zu achten. Darf ich vorstellen, das ist George und dieses Outfit hier ist von einem befreundeten Designer von uns. Das hat er extra als Bühnenoutfit für Emil gemacht und ja, das Schöne an George ist, ja, er hat kein Diva-Verhalten. Bühne frei? Oh, okay, mal gucken, welche Bühne. Mhm. Emils größter Stolz. Ich wär so gerne Promi. Aha. Ich glaub, das wär. Das ist doch hier. Ja, wie heißt der nochmal? Der immer diese Sendung macht hier und mit Musik und alles und sagt dann, dass du doof bist im Kopf. Wie heißt der nochmal? Guck dir den Dieter an. Carpenauer ist es nicht, nee. Wer bitte? Harald Carpenauer. Howard Carpendale, der ist es nicht. Oder wen meinst du? Ich komme nicht auf den Namen. Dieter Bohlen. Ja, das ist Dieter Bohlen. Ich hab's. Er müsste hier wohnen und er hat da schon mal aufgetreten bei ihm. Ton, deine Schönheit. Na, die bin ich doch schon. Strick ein Poster. Pose. Aha. Also ich denke so, das hat was mit Kamera zu tun. Dass ich fotografieren machen soll oder ich werde fotografiert. Sweat Dreams. Sweat Dreams. Das ist irgendwas mit Schlafen hier zu tun? Also nur allein sitzen hier oder so? Oder mit Entspannung? Putzen brauchst du nicht. Das macht unsere Putzfee. Was? Und ich putze doch so gerne. Huh! Was ist denn das? So ein Mann, so ein Mann. Der ist ja nackt halb. Wahrscheinlich an dieser Wuchs, diese Kraft. Ha. Schnucki, siehst du ja aus, das muss man dir ja sagen. So ein Mann, macht mich zerbrechen. Emils Heiligtum? Don't do, nur angucken, nicht anfassen. Das sind, wenn man jetzt so die Klamotten so betrachtet. Dann sieht man was? Das ist ein Mann. So ein Mann. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, was sich hier abspielt. Hey! Hallo, hi. Hallo, hi, ich bin Emil, hallo. Ich bin die Sonja, hallo. Hi, Sonja. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, ein bisschen aufgeregt. Ja, aber sonst so wie ganz ich, okay. Komm sitzen, bitte. Ja. Ich finde, die Frau ist, die Frau, der alle Frauen ist hübsch, klar. Aber die alle Frauen muss wie immer reparieren. Ja, und wir müssen hier alles reparieren, ich denke. Ab Haare bis Make-up, die ganze Klamotten. Das ist zeigt für sie ein bisschen anders, kann das läuft. Ich habe geguckt, da dieses Bild, was bei dir im Flur ist, mit Dieter Bohlen zusammen. Ja. Du bist auch aber nicht der Sohn von ihm, oder? Nee, natürlich bin ich weil nicht. Weil du hast nämlich die Nase von ihm. Nee, das habe ich so gedacht. Ich dachte, die Nase und der Mund stimmt richtig, ja. Naja, ist okay. Sorry.
Und, aber du warst schon ein paar Mal aufgetreten im Fernsehen oder was machst du oder bist du Promi da drin? Ich bin Profitänzer und Choreograf. Das ist meine, das ist meine Job. Ja? Und war ich in der Finale der Supertalent 2012? Ja. Habe ich bekommen im Finale. Natürlich bin ich auf der Fashion Week Choreograf, weißt du, oder so Sachen in Berlin oder München, immer Secret Fashion Show, ich auftreten oder so. Aber kann wir selber was machen, ne? Das ist was Nancy. Nancy stehen auch auf der Red Carpet oft, ja. Wir zusammen oft arbeiten mit Nancy. Nancy ist der Fashion Producer. Model auch. Und ich stelle Choreografie auf der Fashion Show von Nancy. Jetzt ist leider, muss ich lassen dich. Ich habe noch bei meinem Studio einen Kurs. Okay? Genießen diese Zeit, nur wann du möchtest. Please don't touch meine Klamotten. Das ist das, was ist bei mir no-go. Okay? Okay. Bitte verstanden das? Ja. Und ich muss jetzt gehen. Okay? Ja, okay. Super. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Supertalent-Tänzer Emil will Tauschmutter Sonja an seinen Erfahrungen teilhaben lassen und hat eine Überraschung für die 46-Jährige. Meine eine Aufgabe, das war, ich ändere dein Styling. Ja, ist ein paar Sachen, welche ich möchte gerne von meiner Seite umstylen bei dir. Okay. Ja, und heute, das passiert mit Haare was. Ja, okay. Ja, bin bist du offen dafür. Für alles? Ich bin offen für alles. Komm, lass mich überraschen. Ja. Okay. Hallo. Hallöchen. Hallo, ich möchte dich gerne vorstellen, meine Freunde. Das ist Marina. Hallo. Und heute, Marina, mache ich das alles für dich. Ja, ja? Okay. Tolles für dich überlegt. Ganz genau. Setz dich doch lass dich überraschen. Okay. Komm, let's go. Auf geht's. Mich wird nichts mehr schocken. Da siehst du schon, dass das hier anfängt, sich zu verfilzen. Ja. Ja. Und das machen wir jetzt unbedingt raus. Okay. Schnipp, schnapp, Extensions ab. Tschüss. Für Sonjas Verwandlung legt das Beauty-Team an allen Ecken und Enden Hand an. Hoffentlich erkennt sich die Supermama aus Bremerhaven am Ende noch wieder. Eins, zwei, drei. Ich finde dich jetzt 20 Jahre jünger. Nee. Also... Das macht mich total mindestens 20 Jahre älter. Nee. Sonja, hast du nicht vorher gesagt, du machst alles mit? Ja, habe ich ja mitgemacht. Aber das ist nicht mein Stil. Nein. Soll ich dir echt mal was sagen? Ja. Ich sehe beschissen aus. Beschissen. Das bin ich nicht. Ich sage dir so nur, ich habe gemacht alles für dich von meinem Herz. Du findest, mein Team hat machen schlecht Arbeiten. Ich finde diese Arbeiten echt wirklich gut. Aber auch ich finde, bist du undankbar, verstehst du? Weil ich habe das alles organisieren für dich, das hier. Und das ist echt wirklich, das bisschen tut weh mich, verstehst du? Weil normal Mensch hat so nur sagen, ja, ist schön, aber danke schön. Aber von dir kommen nur negative Sachen. Ich will mir überlegen, ob ich nicht abbrechen soll. Fahr nach Hause. Boah, das gibt's nicht. Ich lass mich nur verarschen, Alter. Weißt du, ich hab gesagt, okay, aber dass er mich so hässlich machen tut, der verarscht mich doch nur. Ich bin Mensch, welche versuchen Lösung von Problemen und ich gerne reden und alle kann haben eine Chance und auch zweite Chance. Ja. Hi. Hallo. Wie sie gut? Ja, ist wieder. Ja. Okay. Wir müssen versuchen sprechen. Ja. Mhm. Das ist wichtig für mich. So wie zwei normale Menschen. Ja. Ich möchte dich wirklich fragen, was war meine Fehler? Also du hättest jeden Fall anders machen können, das mir anders beizubringen, was du vorhattest, sagen wir mal so. Mit Styling, dass die Haare doch abgehen und so. Wie ich im Spiegel reingeguckt habe und diese Veränderung, da habe ich gedacht, er werde mich jetzt hier verarschen. Und dieses Gefühl kam bei mir über und das war das Gefühl gewesen. Aber das und von daher bin ich dann aufgestanden. Ich wollte schon aufgeben, aber doch sitze ich doch jetzt hier. Ich und bin stolz auf dich, ich muss sagen. Für eine Aussprache und dass wir uns, ich denke, auch gegenseitig uns vertragen. Nicht nur ich jetzt, sondern dass wir uns gegenseitig die Hand geben und sagen, okay, jetzt ging es weiter an. Er hat mir zugehört, ich habe ihm zugehört und wir haben uns vertragen und dass wir das auch weiter durchrocken. Ich habe den nächsten Vorschlag für dich. Ich möchte tanzen gehen mit dir zu meinem Studio. Okay. Hast du Lust? Ja, okay. Bist du sicher? Ja. Ohne Theater? Ja.
Okay. Sonja, wir sind jetzt gerade hier bei meinem Tanzstudio. Du kannst die Stile da tanzen. Ja, welche? Techno. Techno kannst du tanzen. Mhm. Mein Vorschlag ist so, du zeigst mir, was du kannst tanzen und dann später wir machen was zusammen. Okay. Okay, super, dann hau rein, komm. Ja. Was geht bei dir mit Paartanz? Habe ich noch nicht versucht. Nee, hast du nicht versucht? Nein. Ich möchte jetzt gerade Tanz bringen an dich. Das ist, ich hoffe, hast du unglaublich Spaß mit mir dieses Mal. Ja. Gibst du alles. Mhm. Und echt wirklich versprochen, bist du für alles offen. Ja. Rechts, links, rechts, Hüfte. Ja? 5, 6, 7, 8. 1, 2. Tschak, hopp, falsch, nochmal. Auf andere Seite. Ja, alleine. 5, 6, 7, 8. 1, 2, falsche Richtung. Nochmal, Sonja. 1, 2, 3, falsch. Du musst automatisch, wenn du hast die rechte Beine, dann logischerweise geht linke Hüfte hoch. Mhm, okay. Ja? 1, 2, 3, tschak, stopp. Mhm. Du bist Dame, ich bin der Mann. Okay, lass mich tanzen, bitte, okay? Okay. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, check. 1, 2, 3, check. 1, du tanzt, was du möchtest. Das war gestern richtig ein harter Tag. Er war der Nacht so gegen 1 Uhr nach Hause gekommen. Und dann ist er wieder abgefahren. Ich habe mit ihm auch nicht mehr geredet, weil ich lag ja hier schon. Und er ist gar nicht zu Hause. Ich bin schon hart an meine Grenze. Sehr hart. Ich habe schon meine Sachen gepackt, ihr könnt das sehen. Okay, liebes Tagebuch. Es könnte sein, mit Fragezeichen, dass das meine letzte Information heute war. Bei der sensiblen Sonja haben die letzten Tage Spuren hinterlassen. Außen wie innen. Das will sie jetzt mitteilen. Am besten direkt der Konkurrentin auf der Gegenseite. Per Chat. Hallo, hier geht es gar nicht gut. Gestern sind meine Haare weg, kurz braun. Wegen Emil sehe ich jetzt beschissen aus. Und er lässt mich alleine in der Wohnung 8 Stunden lang. Das finde ich gar nicht gut. Ich will hier nicht mehr schlafen. Emil ist ein falscher Mensch. Es geht mir dreckig hier und züchtig. Sie hat sich auf das Projekt eingelassen und hat bestimmt auch mitentscheiden können. Ja, dass es ihr letztendlich nicht gefällt, das tut mir natürlich leid. Das finde ich schade, dass es nach dem Umstyling nicht den Effekt gab, den Emil sich bestimmt erhofft hat. Er hat sich bestimmt viele Gedanken gemacht, um mit dir gemeinsam eine positive Zeit zu verbringen. Du schreibst, es geht dir psychisch schlecht, jedoch geht es mir auch nicht besonders gut. Jedoch versuche ich, das Beste aus der Situation zu machen. Ich kämpfe hier gegen 3 Personen, die mich fast permanent komplett ausschließen. Nächtigst du außerhalb. Oder brechst du ab? Ich werde nicht abbrechen, aber ich werde mir einen anderen Schlafplatz besorgen. Und noch was, ich glaube es nicht, was du schreibst. Meine Familie ist so höflich und grenzt keinen Besuch aus. Hallo Emil. Ja, hallo. Darf ich mit dir reden? Ja. Ich fühle mich hier nicht wohl und deswegen übernachte ich in ein Hotel. Mhm. Und ich werde es aber weiter durchziehen. Ja, okay? Klar. Ich denke schon, dass es eine gute Lösung für uns beide. Ich möchte sagen dir trotzdem danke für diese undankbare Zeit, welche du hast mich hier präsentieren. Ich denke schon, du musst bleiben ganz einfach so, wie du bist und Zuschauer sehen, ganz einfach, wie ehrlich bist du. Ich war gestern Nacht bei meinem Freund geschlafen. So, guck mal, was mein Freund hat zufällig gefunden von dir. Das ist mein Facebook-Bild. Ja, siehst du, welche Haare hast du? Das ist vor einem Jahr. Was hast du in meinem Facebook gesucht? Vor einem Jahr. Ich habe nicht gesucht. Ja? Wo hast du, da warst ich du in Facebook? Ich habe nur gerade gezeigt, wie ja? Du bist unehrlich mit ich deinen Haaren. Ich bin unehrlich? Guck mal hier, was du gemacht hast. Ich finde dich cool mit diesen Haaren. Du findest mich cool? Ja. Das ist dein Problem. Gestern Abend bist du gefahren. Du wolltest, du wolltest um 22 Uhr wieder hier sein. Und mit mir Essen zusammen kochen. Du bist nicht gekommen. Oh, und du hast mich da auch verarscht, hast du mich. Weiter. Ich habe bei dir bis jetzt noch kein warmes Essen bekommen.
weißt du? Du bist auch Schmutter, du weißt, wo ist Kuschan. Kuschan ist hier, voll. Weißt du, dass hier, ich halt hungere. Ist voll. Ja, guck dir meine Augenränder an. Guck dir das an, wie ich schlecht aussehe. Wie ich hier ankam, ich war das blühende Leben gewesen. Ganz genau. Und das ist dein, was du mir fertig gemacht hast. Und deswegen werde ich hier nicht mehr schlafen. Das war kurz, aber nicht schmerzlos. Ich bin glücklich, du hast deine Ruhe. Auf Wiedersehen. So, mach's gut. Dankeschön für diese undankbare Zeit von dir. Du bist verrückt in deinem Kopf. Geh mal zum Psychiater, Junge.